Hey Leute, hier ist Saldemar. Zurück mit Warhammer 3, 4, 5 Total War. Los geht's. Wir haben eine Schlacht, die wir vielleicht verlieren werden, weil ich sie spielen will. Ne, also das als Führungssieg zu verkaufen ist krass. Ich meine, erzählt euch mal die Einheiten rein. Hallo? 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 Ich habe auch keinen Fernkampf. Ich habe nur Kanonen. David von Böhmen, ob du die Schlacht überlebst, wir werden es sehen. Ging auf Verstärkung. Soll ich reinpreschen? Das hat bis jetzt nie funktioniert. Mich oben irgendwo hinstellen. Wir haben aber nichts zum... Aha. Stellen uns dahin. Schöner Platz für die Kanonen. Great Cannon! Great Cannon! Show them what men can do. So, das Zentrum bleibt schön dicht gestaffelt. Dann haben wir die Waldbrigade. Und den guten, ne? Den anderen halt. Ja, und jetzt bleiben wir halt stehen. Naja, gucken wir mal. Das ist unser einziges Ass im Ärmel. Guck mal, die sehen aus wie Köche, ne? Darf ich das so laut sagen? Guck mal, die haben Flügel oben drauf, deswegen sind die so krass. So kleine Gargülen. Oder... Wie heißen die nochmal, die... Die Löwenskorpione, wie heißen die nochmal? Manticore, ne? Ja, genau. Ich wusste es. War jemand schneller als ich? Nein, du warst nicht schneller. Ich habe mit Gedanken das übertragen. Deswegen wusstest du das schneller als ich. Das ist der einzige Grund. So, stehen bleiben, halten, beten. Die Devise. Aber die können auch von hinten kommen. Deswegen... Ich dann doch nochmal ganz kurz umdröseln. Wehe, der Sack umschifft mich hier. Sehr schön, aber wir wollen auf den da schießen. Der muss als erstes weg. Bin ich eigentlich überhaupt gegen große Gegner? Nee, gar nicht. Infanterieabwehr, toll. Ich dachte mal, die wären gegen große, aber das waren nur die Hellebarden dann wohl. Feuer! Krass, oder? Boah, er fällt sogar hin. Das ist so cool. Oh ja, die haben auch getroffen. Die Hexe ist auch hingefallen. Na toll, so viel dazu. Da können wir nichts machen. Schieß doch schon. Scheiße. Great Swords.
weapons are yours. Pharaohs Sieg am Arsch. Great swords. Every dead priest demon. We're big. The Empire endures. Yes, sir. By Dolmaris. Get them. Great swords. Huntsman. Charge. Sigma. Great cannon. Oh, Kanister. Schrapnell. Ladet Schrapnell. Mann, gut, die guten alten Todor-Spiele würden jetzt sehr viele Alternativen bieten. Das war's schon. Da ist egal, wie viel ich jetzt hier zusammenziehe. Macht nix. Sie immer noch stehen und schießen. Oder stehen. Schießen tun sie ja nicht. Der einfach immer durch die Menge rennen. Swordsman! Great swords! Sigmar guides us! Noch ist nichts verloren. Eigentlich schon, aber ist nichts verloren! Die müssen den angreifen. Bin nur noch am draufklicken. Boah, die spielen noch mit so ein paar Leuten. Ja. Eine Armee ohne Fernkampf, super Idee. Dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. Okay. So viel dazu. Schade, ich dachte, es wäre cooler, aber... Scheiß Bienenkämpfer. Ich hasse Bienen. Ich mag die eigentlich gar nicht, ja? Ich mag die eigentlich gar nicht. Aber ich finde, es gibt einfach viel zu wenig Einheiten beim Imperium. Viele sagen, die haben genug, aber ich finde eben nicht, dass sie genug haben. Ich finde, die haben echt wenig. Wir müssen halt auf Kanonen gehen. Raketenwerfer. Schützen. Schützen, schützen. Mehr helle Baden muss mitnehmen, aber die sind halt immer so leicht gerüstet. Das ist halt so. Was ist denn hier los? Komm, das würfel ich jetzt aus. Ja, weil wir haben ja schon mal gegen die Armee gespielt. Hust, hust. Wir schaffen es schon, wir schaffen das schon. Friends of the Empire. Nee, lass mal, ich hab genug Krieg.
Oh, David von Böhm, es tut mir leid. Der Baldrick Wüterich. Weißt du, Avaland will eine Sezession, die Spacken. I will go. Summon the Elector Counts. Moving off. Ja. Ja, der Einheitentree. So. Ist halt echt klein bei der Infanterie, finde ich. Ne, die erweiterte Einheitenliste, das sind die... Echt? Warte mal, Jorek Grimm? Roderick Algulibul? Ich müsste eigentlich diese Regimenter nehmen von den jeweiligen... Ja, ich brauche mehr Kavallerie, es geht einfach nicht mehr anders. In the name of Magnus. Pass auf. To the provinces. Bewegung unmöglich, schließt Ereignisse und Ratschläge, bevor du... Ah, ja, okay. So, wir nehmen die jetzt raus. Und machen das nochmal neu. Let us move. Bring me to my men. Das Problem ist... I am Prince and Emperor. The Empire. Nee, eigentlich geht das jetzt gerade gar nicht. Lass uns erstmal wieder so. Is it time? Protector of the weak. Aha. Genetisches Einkommen 300. Ressourcenproduktion Wein. Ist der Wein gut und rein? Der Becher mit dem Fächer und so weiter. Ist der Wein gut und rein? Das ist immer gut. Genau, der Boss mit seinen Standardarmeen. Ich glaube, ich muss wirklich den Boss einfach mal hinter meiner Hauptarmee hergehen lassen. Das wollte ich ja immer sowieso die ganze Zeit machen. Wir haben genug Einkommen. Also, ne? Ich sollte das jetzt wirklich mal regeln können. So, der Rochus bekommt jetzt einen Magier endlich. Sehr schön. Das ist der einzige Grund, warum ich das Imperium eigentlich nicht so gern spiele. Eben wegen Bienenhandkämpfern. Und ich bin der Infanterist-Spieler. So. Und ich finde Hochelfen extrem cool, weil die halt sehr fokussiert stehen. So wie Zwerge, das ist sehr cool. Sehr stabile Infanteristen und so. Aber auch Orks. Ja, du kannst Orks auch nur mit massig Bodentruppen spielen und so. Das ist auch ziemlich cool. Das ist schon ziemlich abgefahren. Und, oder Skaven, ja. Rock total. Baldrick Wüterich. Das war das dann auch für Baldrick Wüterich. Jetzt kommt der schon wieder. Der Vlad ist wieder da. Vladdy Boy. Ja. Ich meine, wir haben Wurzak abgewehrt. Ich glaube nicht, dass er so bald nochmal kommt. Welcome. Oh. Nee. Nee. So sehe ich aus. Ready. So, weg damit. Das stört mich wirklich, dass ich meine Dingensregimenter verloren habe, aber ich wollte die nicht mehr spielen. Ja, renn du Lappen, renn. Ging jetzt leider nicht mehr. Pass auf, ich... Lappen, Beppo, Noahs, Davids Schützen, pass auf. Aber wir werden jetzt hier immer die hier rekrutieren, wenn die verfügbar sind, ja? Schade, dass das so lange dauert. Und die dann horten, so wie ich es eigentlich machen wollte. Liminimium. So viel brauchen wir eigentlich gar nicht. The Empire. The Empire. Solange wir ein fettes Einkommen haben, müssen wir weiter bauen, 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 bauen. Servant of the Faith. Muss auch noch mal ein bisschen gucken, was ich baue. Champion of the Faith. Pff, 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 pff.
Dann hoch zu ihm, hat sie erledigt. That is the Pyromancer's way. Ready. Außenposten bauen. Ach ja, wir haben ja noch die Gralspilger. Aber waren die nicht von den... Ja, die waren von Artois. Komm, da bauen wir da jetzt mal einen. Welcome, friend. Welcome, friend. Das machen wir jetzt mal. Hätte ich mal früher machen sollen. Dann kann man die ja rekrutieren. Ja, stimmt. Ich meine, so Gralspilger würden sich auch echt gut tun beim Volkmar de Grimm. Volkmar de Grimm. Friends of the Empire. Ja, gerne. Dann haben wir eine Südflanke, hat aber nur ein Dingen. Was ist denn jetzt los? Aha. Der blöde Sack. El Sacco, der Sackige. Fraktion vernichtet. Mussilon, sehr gut. I command here. Wo ist er? Wo ist er? Der muss ja hier irgendwo sein. Versteckt sich hier. Ich sehe ihn nicht. The nation calls. Summon the Elector Counts. The Empire. Der blöde Sack hat sich versteckt. Also ich sehe ihn nicht. Das ist kein gutes, das ist nicht so gut. Ja. Die arme Festung. I see no other option. Wir müssen mal den Typen hier wechseln. Das ist ja Walter Kohlemacher. Der soll ja eigentlich was anderes machen. Ja, Toderich Gauser kommt jetzt hier rein. Who calls? Ich bleib lieber hier stehen. Ich will nicht, dass sie zu mir kommen. Sollen die das hier... Oh Gott, scheiße. Oh Gott, da kommt... Oh Gott, da kommt Slaanesh. The damned prince. I serve no master but the dark prince. Oh Mann. Ist das Slaanesh? Oh je, das sieht nicht so gut aus. Ich sollte Expeditionen da hochleiten. True servant of Sigma. Da vergessen mich die anderen Regel. Ja. Do not waste my potential. Ich sollte jetzt mal die Quest Battles machen, es reicht. Yes. Das ist aber für Balti. Mehr gibt's gar nicht. Ja, dann ist ja alles gut. Ist denn Balti überhaupt dafür zu gebrauchen? Ja, ne? Praise Sigma. Dann machen wir das mal gerade, dann haben wir das. Ja, ja, Fyrus-Sieg von wegen. Es wird der beste Sieg. Gegen den Lappenmagier Gottfried Ohr. Oh.
Vielleicht sollte ich echt mal Fälle bei dir auf meiner Hauptfrontlinie gehen und Bienenhandkämpfer nur in den Flanken, um anzugreifen. Okay, los geht's. If Orr thinks he can take what is rightfully mine, then he is very much mistaken. I will be Supreme Patriarch. I will wield the Staff of Volans. The Wind of Shaman will rise and blast any who get in my way. Now is the time for the Gold Order, and I will brook no interference. Any who get in my way will see their armor run into lead goblets, their blades melt, and their bones turn to gold. Now, men, fight! Bring me victory! The Emperor needs me, not some pathetic pyromancer or insipid white wizard! For the good of the Empire, I will rise to the highest magical office in the land, and this fool will not stop me! Boah, der hasst aber wirklich andere Magier. Das ist schon ein bisschen krass. Ulrich's wrath on them! See to it! On way! Take position! Schnell neue Position einnehmen hier. To battle! Das habe ich schon mal gespielt. Da kommen nämlich echt viele. Alter, was hat denn da gerade geschossen? Also das ist nicht so gut. Bastides are restless. Halberdiers! Great swords! Halberdiers! By Ulrich's wrath! For the Warhammer! Position! Bonimo Position! Au, 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 das sind Kanonen. Okay, die holen wir uns mal. Alter. Okay, wir haben genug gewartet. Lieber so. Demi greifen oder was? Tatsächlich, ich raste aus. Alter, das ist ein Quest-Battle. Bin ich eigentlich so gar nicht gewöhnt. Gut, dass wir auch noch Hellebarden haben. Da fliegen sie. Die Demi greifen sie einfach in die Flagge landen rein. Ja klar, was sollen die auch machen? Oh, das sah nicht gut für die aus. Oh, die schießen alle auf den Balti. Das ist nicht so gut. Und weiter geht's. Curse the foe. Bring weapons to bear. Now. Ah, er läuft da. Der Angsthase. Demigriff Knights! Sigma! Yes! Sagt hallo zu meinem kleinen Freunden! Yeah! Oh, ich liebe diesen Sound davon. We are Sigma's ass!
For France! Prepare for combat! At your service! Get them! Charge! Boah, so Magierkampf würde ich gerne mal sehen. Das ist wahrscheinlich so, so an den Haaren ziehen und so, ja? So richtiger Kissenkampf. Dead Warrits. Der Verstärkung kommen aber nicht, ja? Ich meine. Da sind noch welche im Wald. Gehen wir nochmal kurz zurück. Für den noch Verstärkung kam, ein bisschen zu spät. Wir rutschen jetzt mal kurz in die Typen da rein. Zwei helle Badiere, aber die sollten da nichts mehr pengen. Ja, da sind noch ganz viele Pistolenreiter und so. Musketiere. Musketentiere. Guck mal doch, die haben den Ansturm echt gebremst. Krass, ne? So, und Feuer. Obwohl, ich weiß ja gar nicht. Ne, bleiben lieber hier stehen. Da ist noch ein Nahkämpfer, ne? Wir bleiben lieber stehen. Oh, direkt zwei. Sehr schön. Oh, oh. Ah, sehr schön. Kann der denn so viel Gold erst... Guck mal, das ist alles Gold. Okay, gut. Zurück. Okay, los geht's. By Galmaraz, the Empire endures. Charge! Yes, my lord. For the twin-tailed comet. For the Emperor. Moving now. Und nochmal Hundis. Ja, yeah, das wird gut. Ach, wunderschön, oder? Das war's, glaube ich. Tja, leider nur ein Quest-Battle. Das bringt uns auf der Kampagnenkarte nichts. Aber Balti braucht seinen Stab. Immer noch nicht vorbei. Jetzt aber. Das hat Spaß gemacht. Ja, so schöne, einfache Kämpfe sind genau mein Level.
Aber die Hellebarden sind schon nicht schlecht. Vielleicht sollte ich doch darüber switchen. Ich mag halt Bienenkämpfer gar nicht. Ach, ich mag die Standardeinheiten. Könnte ich nicht einfach mehr mitnehmen, wenn es einfachere Einheiten sind? Ja? Das wäre toll, weil... Aber du hast immer dieses 20er-Limit. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum kann ich denn nicht einfach zum Beispiel mehr Lappen mitnehmen, ja? Anstelle von einem Bienenhand zwei Schwertkämpfer oder so. Stab des Volandos, oh ja. Der Stab des Volandos. Sehr schön. Novus Excellentus Maximus. Inbrunst. Ja. Ich weiß gar nicht, was er noch hat. Die finale Transmutation. Längerer Effekt. Für Kämpfern Schaden zu. Das ist wie Gollum auf dem Bild. I am ready. Are you? True servant of Sigma. Ja, ist alles occupied. Okkupante. I am Prince and Emperor. My orders are to move. I command here. Ja, dann. Eine Runde und der ist ready. Eine bessere Idee. Der bleibt jetzt bei Festung Sol, ja? Also. Wir bleiben jetzt einfach hier bei Festung Sol. Ready. Mit Boss Wüterich super Truppen hier. Meine, eigentlich müsste ich Mörser rekrutieren. Zwei Stück noch. Drei. Scheiß drauf, ja? Dauert halt irgendwie sechs Runden. Aber damit sollten wir Festung Sol für immer halten. Sagte er und starb. Aber dafür machen wir das doch. Theoderich Gauser. So, Theoderich, du Lappen. Okay. Runde beenden. Nee. Skavenkrieg. Ich bin noch nicht blöd. Also, wenn wir dann mal Ruhe haben, ich will diese Expedition ins Chaoslande führen, ja? Die Expeditionen, die natürlich zum Scheitern verurteilt sind. Wahrscheinlich. Sage ich, weiß nicht, ich schaff's noch nicht mal irgendwie, kleine Bedrohungen in meinem Reich zu bekämpfen. Scheitere überall. Und Leute spielen hier das auf legendär. Das Ding ist. Ich finde das nur ein bisschen blöd, legendär. Weil halt die KI einfach nur cheatet. Cheatet ja jetzt schon. Nee, danke. 3000. Aha, wir haben ihn entdeckt. Wo lauert er denn? Da? Das gibt's doch nicht. Mann, der blöde Sack. Men, we must attack. So, ne? Also er ist der... Ne, wir machen es hier oben. Den machen wir hier rein. Der kommt einfach nach Altdorf. Ja. Zum Rekrutieren von... Jetzt wollten wir tauschen, ne? Das ist jetzt der Dingens. Genau, und dann kommt er... Ist bestimmt jetzt gerade ja nicht da. Der Walter Kohlemacher. Also kommt jetzt erstmal hier rein ein anderer. So, und der macht nichts weiter als die Typen rekrutieren, okay? Das ist dem sein Job. Okay, das haben wir auch. Reduziert mit der Tiefverlust von Kavallerieeinheiten. Schießübungen. Munition, Freisteller, Munitionäre. Reduktion Nachladezeit. Piu, 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 piu. Ah, hier! Ah. Jetzt geht's. Warum auch immer. Irgendwas habe ich verkackt. Yes, my lord. So? So? What? Praise be to Sigma. Ich glaube, die Stadt zählte nicht für Altdorf. Das kann natürlich sein. That can be. That can be. But we will match them with the Lancers. Oh, ich habe, glaube ich, die Folge schon wieder ein bisschen... Oder nee, warte mal. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ach, ich spiele jetzt einfach noch. Prestige. Er steht immer noch.
Nix da, Freundchen. Ah, ich will wieder mal in der Vampirlande. Bleib stehen, das gibt's doch nicht. Wohin kann er denn rennen? Ah. Sehr schön. Guck mal, was wir hier haben. Tut mir leid, jetzt müssen wir doch nochmal... Und tschüss, Vladdy. Der Vladdy Boy. Guck mal, jetzt hat der Boris auch nochmal ein bisschen gelevelt. Ubel. Protector of the weak. Ne, ich bin noch nicht blöd. Ich gehe da oben nicht weg. Ich bleib da. Talapheim, Hergig. Bronzefestung. Ah ja, gehört gar keinem. Stimmt ja, da war ja was. I live to serve the Emperor. Boris. Aha. Mörser. Nein, ich wollte doch die Außenposten ausbauen bei meinen Freunden. Irgendwo bei Zwergen und dann rekrutiere ich einfach nur Zwerge. Friends of the Empire, come. Ah, sehr gut, genau so. Oh Gott, Garstig ist da oben. Da müssen wir schnell mal bei dem seine Hauptdingens auf jeden Fall einen Außenposten bauen. Ich weiß noch, beim Imperium kriegst du einfach ein paar Schwertkämpfer. Ja, das war's. Ja, hier, ein paar Schwertkämpfer. Boah, und Zwerger gibt's gerade Eisenbrecher oder so. Berserker-Einheiten. Oh, wenn das überhaupt noch so lange steht. Malevolent Lord. Malevolent. Arcane winds under control. Ready. Greetings, manlings. Are you ready to slaughter the enemy? Ich verstehe immer noch nicht, wie. Belagert. What do you want? Awaiting orders. Nein! Oh, Gott sei Dank. Ich wollte noch gar nicht drücken. Ich wollte doch noch gar nicht drücken. Weißt du, Wiesenland nervt mich ungemein. Ich glaube, die müssen wir einfach so unterwerfen. Aber ich möchte das hier eigentlich gar nicht. Be at peace, for that is all. Was sind das für Verbindungen? Das sind... was auch immer. Auf und ab, ab und auf. Der Mahlstrom schwankt. So, jetzt werden aber mal hier Untote gejagt. Und der geht mit. Nee. Aha. Genau, wo war nochmal der Außenpostenbauknopf? Das ist doch... Bauen wir erstmal. Welcome to the halls of Athaloran. What do you want?
Aha. Welcome, men of the... Honor to... Entschuldigung. Welcome. Wie komme ich denn jetzt nochmal zu dem Außenposten-Bauding hin? I am the blood of Gilles. Ah ja, hier. Okay. Yes, greetings. You no doubt have a... So, ihr Raubschiff muss auf jeden Fall... Will you join me, men of the... Armee anfordern ist auch geil. Das habe ich ja alles im Dingens... Das habe ich schon wieder alles vergessen. Ah, geht nur der eine, ja? Greetings, manlings. Ich finde das schon ziemlich cool. Montfort, Brion. Da ist eine blöde Fliege, die nervt mich. Machen wir Montfort. So quasi als Zusatzfestung. Our neighbors in the... Our neighbors. Yes, my lord. What does the Emperor bid? Ja, schade, es ist eigentlich so wichtig, dass man die echt nicht... Who calls? Alter, zieht euch das mal rein. Also, ne? Also, ich meine schon so ein bisschen... Do not touch. Fetisch kommt da auf jeden Fall raus. Also, ich will jetzt nicht in der Haut von Kislev stecken. Das sieht ja aus wie in einem Gummibärchengeschäft hier. So ein paar Skaven-Atombomben hier wären auch nicht schlecht. Aber nein. Dann haben wir das auch. Hallo? Ja, ist gut. So, Runde beenden. Okay, es wird. Es wird, es wird. Speak. Was? Naja, holen wir alle mit rein. Die hassen euch sowieso. Blöde Fliege. Alter. Hätte ich doch bloß diesen blöden Fettsack-Ork platt gemacht, ne? Aber nein, ich muss ja unbedingt ausplündern. Und dann muss man uns zurückziehen. Ich muss doch nochmal eine neue Armee ausheben. The nation calls. Sehr gut, sieht das aus. Is it time? No peace, just war. Ah. Toller Satz. Mann, ey, Karl Franz, wie stark willst du denn noch werden? Wow, da muss ich hin. Oder das lassen wir erstmal stehen. Da kommt echt, da landet echt einer. Azazel ist das. Ready to serve. Jo. Der will's wohl wissen. Verursacht stark magischen Schaden, mittlerer Wirkungsbereich. Gut gegen Panzerung, stark gegen einzelne Einheiten.
Feuersäule, das klingt viel besser. Feuersäule! Feuer, Fäulnis. Kohle. Weil, die mögen wir. Wie gesagt, da ist Ruhe, ja? Sehr gut. Sehr gut. Wo die ganzen Schlachten hier gefochten wurden. Verluste 2500. Also das kommt, also mal, ne? Es wäre cool, wenn wir eine Immortal Empires Kampagne hätten. Es gibt ja 3 Stück oder 4, die man spielen kann. Das meiste ist aber leider irgendwie Kislev oder so. Es wäre cool, wenn man eine Kampagne hätte, die sich nur ums Imperium hier dreht. Das sind dann Vampire. Ja, vielleicht auch ein bisschen Chaos oder so, aber halt größtenteils, dass man sich hintereinander kloppt, wer der Herr von den Menschenreichen ist, ja? Oder keine Ahnung, irgendwo halt nur die Elfen oder halt, keine Ahnung, irgendwo ein Stück, wo von allen Fraktionen ein Legendary Lord ist, ja? Oder von allen Fraktionen, also nur ein Mensch, ein Zwerg, ein Chaos-Typ und so und das im Multiplayer. Ich glaube, das würde super laufen und so. Und jeder spawnt in einem Punkt und muss irgendwie alles erobern. Ja, halt kleinere Karten. Und alles noch schön geschmeidig machen. Und da hast du halt direkt PvP. Geht direkt Schlag auf Schlag. Blöde Fliege sitzt auf meinem Arm. Schon wieder! Ich hab doch erst letztes Match getötet! Greetings. All you survey are lo- oh, ja. Oh, ja. Von denen habe ich ja noch gar nichts gehört. Ich hab halt hier zu tun die ganze Zeit. Schloss, Tempel, blöd. Mordheim. Ich glaube, das war's mit den Vampiren. Oder auch nicht. Habt ihr gehört? Da schon wieder. Runter von meinem Mikrofon. Das machen die auch nur, wenn ich aufnehme, ne? Blödes Vieh. Existenzrecht verwirkt. Jetzt geh weg und nerv mich nicht. Bring me to my man. Oh, jetzt landet die auf meiner Backe. Ich raste aus. Boah, ist die penetrant gerade. China-Sieg, machen wir. Besetzen. So, jetzt wollte ich nochmal eine Sache nachgucken. So, erstmal löschen. Ausbauen. Bauen. Gute Frage. Mal lieber Geld. Ich mag Geld. So, jetzt würden wir. Oh Mann, die haben ja immer noch so viel. Aber die müssten jetzt eigentlich Geldprobleme bekommen. Kriegen die das überhaupt? Ist das überhaupt möglich bei der KI? Champion of the Faith. Here to serve. Here to serve. Ja, eigentlich wollte ich hier unten auch. Dann machen wir hier lieber zwei. Ich vermisse die alten Mörser, die noch was konnten. Ah ja. Wohl eher Champion des Berges. Summon the Elector Count. I see no other option. Unbändig. Verlust 30% für diesen Kommandanten. Wundheilzeit minus 1. By the Comet. So, jetzt aber. Also. Alles besetzt. Ne, hier noch nicht. Walter Kohlemacher, komm. Zeig, was in dir steckt. Kurfürst von Avaland. Die edlen Söhne auf Reisen. Pistolierus. Of course. So.
Ja, der Zorn des Imperators, aber keiner baut den ja nicht für mich. Wir haben wieder 10.000 Kohle und ich gebe alles aus. Jetzt nicht aufs Mikrofon schon wieder. Das gehört? Das gibt's doch nicht. Gut, ich höre jetzt mal hier auf, liebe Leute. Wir sehen uns wieder. 2 Stunden Aufnahme, 3 Folgen. Bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Haut rein.